Meine Beiträge sind mit Abstand die langweiligsten. Mein Schwerpunkt ist die adhäsive Zahnmedizin und ich habe in meinem Leben über 1000 Vorträge gehalten und sehr viel Erfahrung auch mit jungen Kolleginnen und Kollegen. Und die kommen in den Curricula, in den Masterkursen immer zu mir mit ihren Handybildern auf Insta und sagen, hier ist ganz, ganz toll, was kann ich hier machen, was kann ich auf der Bergspitze bewerkstelligen? Und ich sage den jungen Menschen immer, Kinder, ihr müsst erstmal die Basics beherrschen. Und gerade in der adhäsiven Zahnmedizin ist es so, wenn ich die Basics beherrsche, und genau die werden wir uns einzeln ansehen, kann ich den Berg erklimmen. Und ohne die Basics wird das Ganze nichts. Und deswegen ist für mich das wichtigste Fundament zu sagen, worum geht es denn eigentlich, um dorthin zu kommen. Ich war nach dem Studium als wehrpflichtiger Stabsarzt bei der Bundeswehr und habe es in diesem einen Jahr relativ gut gelernt, mit absolut wenigen Instrumenten auszukommen. Das heißt, meine Zahnmedizin war immer dadurch geprägt, ohne Schnickschnack auszukommen. Ich bin dann an die Universität zurückgekommen, 1994, und es war genau in der Zeit, als Amalgam auf einmal nicht mehr in war und Composite und Keramik auf dem Vormarsch waren. Und ich habe als sehr junger Assistent mich stringent mit dem Thema Adhäsivtechnik auseinandergesetzt, während meine ganzen älteren Kollegen noch Gold und Amalgam gemacht haben. Und ich hatte dann innerhalb kürzester Zeit so viel Vorsprung, dass ich auf einmal der Spezialist war. Dann habe ich mich habilitiert, dann habe ich angefangen, Vorträge zu halten. Und das Thema hat mich nie wieder losgelassen. Mein Beruf ist dadurch charakterisiert, dass wir einen Dreiklang aus Forschung, Lehre und Krankenversorgung haben. Das ist alles interessant, das ist alles spannend, aber für mich war der Hauptstimulus immer die Lehre, junge Leute im Hörsaal für das zu begeistern, was sie später machen sollen. Und ich habe immer gesagt, diese ganze Evaluation der Lehre sollte eigentlich 3 Jahre nach dem Staatsexamen stattfinden, wenn die Leute zurück aufs Studium blicken und sagen, dort habe ich wirklich was beigebracht bekommen. Und das genau ist mein Ziel, möglichst viel zu unterrichten, dass Leute sagen können, da habe ich was gelernt. Mein Name ist Roland Frankenberger und ich präsentiere Ihnen ein Konzentrat aus über 30 Jahren adhäsiver Zahnmedizin. Und am Ende ist es vielleicht gar nicht so langweilig.